Hallo? Danke. Was ist das denn? Der hat's ja wohl nicht mehr alle. Stirb! Na, ah, ganz geil. Ich will auch surviven. Blaues Kraut will ich nicht. Hast du was Leckeres für mich? Nein, hast du nicht. Obwohl, du hast Pistolmunition, die du nicht brauchst. Das ist Automatikmunition, die kann ich eh nicht gebrauchen. Ach, ihr seid auch alle am Arsch, ne? Dein Name ist Cindy Schitter. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab doch nichts. Ist hier was drin? Ich brauche eine Stange. Tagebuch. Ich habe jetzt keine Lust zum Lesen, ganz ehrlich. Hier ganz hinten ist noch ein Schrank. Da war ich schon drin, ne? Ja. Komm raus. Ja, also so werde ich nicht weit kommen. Das Blöde ist, es gibt natürlich auch keine Schreibmaschine in diesem Spiel. Und keine Truhen. Also man muss ein Szenario immer so in einem Stück schaffen. Gut. Ja, was machen jetzt? Also wir müssen... Ja, wir müssen in die Tür rein. Das nützt alles nichts. Ja, ist immer tot, oder was? Steh auf! Jetzt liege ich auf dem Boden! Ey, lass mich zufrieden. Ich will keine Waffe in der Hand haben, weil... Oh, Mann! Ist das geil, ich versage hier total. Komm her hier. Das kann man aufmachen, ich weiß das. Ich lieg nur auf dem Boden. Ja toll, ich komme ja nicht mal zur Tür hin. Ich lieg schon wieder auf Erde. Ich glaube, ich werde das hier mal drin lassen. Ah, yo, geil, Sache. Du sollst die umrennen und nicht wegrennen. Jetzt liegen alle am Boden. Habe ich irgendwas zum Heilen, ne? Natürlich nicht. Aber immerhin greifen die mich jetzt nicht an, wenn ich auf der Erde liege. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Kann ich jetzt im Liegen irgendwie auf die Tür aufbrechen? Sieht nicht so aus. Cool, ne? Hallo. Hey, Egon. Ja. Ich glaube, wir beenden das mal an dieser Stelle. Und beim nächsten Mal versuche ich dann irgendwie nochmal mich schlau zu machen und die Tür zu öffnen. Also, ja, bis dahin, auf Wiedersehen. Euer Adex sagt Tschüss. Leute, da bin ich wieder. Und wie ihr seht, gibt es doch eine Möglichkeit, einen Pausebildschirm aufzurufen, wo die Zeit nicht weiterläuft. Per Select-Knopf. Da sehen wir dann auch mal unsere Steuerung. Also den will ich dann auswählen, wenn ich dann mal Erholung brauche. Wie ihr seht, wir fangen wieder von vorne an. Es ist jetzt ja nicht wirklich viel gewesen. Deswegen, ja, ich guck einfach nochmal hier rum. Vielleicht haben wir hier noch was übersehen. Hüpsala, du schon wieder. Also hier ist anscheinend nichts, ne? Sieht nicht so aus. Gut, gehen wir raus. Ja, ich glaube, ich bin etwas blöde gewesen. Wieder mal. Wir müssen die Tür anscheinend gar nicht aufbrechen, wie es aussieht. Ich denke, wir brauchen einen Schlüssel. Ich habe das mal so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, sagen wir es mal so. Kann man nicht als Cheaten bezeichnen, weil
Nö, nö, das kann man nicht sagen. Aber ich hatte felsenfest in Erinnerung, dass wir die Tür aufbrechen müssen. Mir hat einer das Kraut weggenommen. Sauerei. Hier blinkt was. Ach. Wir sehen den Text später. Na, wo willst du denn hin? Die ist noch da, die Knarre. Die nehmen wir uns mal mit. Yoko. Yoko, sehr schön. Dir kann ich nicht mehr helfen, ne? Du bist auch schon halb tot, wie es aussieht. Gut, wir gehen nochmal hier hin, nehmen uns das Ding mit. Nehmen wir auch. Ist hier noch was Schönes? Erste Hilfe. Ja, sehr schön, das nehmen wir mit. Oha, Videosequenz. Die kennen wir ja bereits. Hallo Manfred. Das lassen wir jetzt mal eben weg, das habt ihr ja eben schon gesehen. Ich werde aber trotzdem nochmal eben ein bisschen die Räume da durchsuchen. Weil zum einen brauchen wir diesen einen ominösen Schlüssel. Ich hatte ja einen gefunden. Ich war mir nur nicht bewusst, dass der für die Tür ist. Das... Ehrlich gesagt glaube ich das immer noch nicht so recht, aber ich habe es eben selbst gesehen. Also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir eben ein kleines Let's Play nur kurz angeguckt. Nicht mal ein ganzes Video habe ich mir angeguckt. Ich habe nur ein bisschen hin und her gespult und wollte gucken, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Und da habe ich halt gesehen, dass man das wohl mit einem Schlüssel öffnen kann. Jedenfalls sah es so aus. Aber wir werden das gleich sehen. Ich hoffe, das ist das einzige Mal, wo ich jetzt Hilfe benötige. Den Rest sollte ich doch schaffen. Ich hänge ja auch erst im ersten Level fest und das nach den ersten 50 Metern so ungefähr. Also von daher ist ja alles noch im Rahmen. Ach so, vielleicht sollte ich... Dann könnte ich mich ja trotzdem ausrüsten. Hier ist wieder Highlife in Tüten. Das dürft ihr haben. Ich will das Kraut nicht. Ich möchte, dass meine Kollegen noch ein bisschen länger bleiben. Und am Leben bleiben, vor allem. Also diese beiden Kollegen sind ja auch ganz cool. Hier so ein Polizisten und hier so einen kräftigen, stämmigen dabei. Das ist ja schon ganz gut, ne? Also besseren Schutz kann sich ja so eine kleine Japanerin gar nicht wünschen, eigentlich. So ein kleines, zerbrechliches Mädchen. Passt eigentlich gar nicht zu meinem Äußeren, ne? Okay, wir gehen mal hier rein. Aber der Rucksack, der ist es halt. Sonst hätte ich, vielleicht hätte ich ja auch einen männlichen Charakter gewählt, wenn, ja, wenn da einer bei gewesen wäre, der mehr tragen kann. Ich habe jetzt ja so schon Probleme. Mit Rucksack habe ich ja schon Probleme. Ich möchte immer am liebsten alles mitnehmen. Naja, das kennt ihr ja schon. Wenn ihr mal meine anderen Let's Plays geguckt habt, dann wisst ihr so ungefähr, wie ich drauf bin. Was ist das denn? Ich dachte, das wäre ein Kollege. Fall um! Voll daneben geschossen. Nicht zu gebrauchen. Wieso nicht zu gebrauchen? Ich habe da vorhin hier Klamotten gefunden. Mach ich doch halt. Nehmen wir mit, wenn wir schon was. Ach komm. Gut, hier war nichts. Also irgendwo war ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Fängt eigentlich sehr gut an, mein Let's Play, ne? Naja. Ihr wisst ja, dass der Quotentod immer einmal dabei ist bisher. Und deswegen lasse ich den mal drin, auch wenn es schon ziemlich am Anfang ist. Ach, da kommt mir schon wieder hinterher, hier. Ich kann das auch. Ich frage mich, was die Zombies überhaupt dazu verleitet, so komischen Geräusche von sich zu geben. Ob die einfach permanent Schmerzen haben? Also wer den Film Return of the Living Dead kennt, der weiß ja, dass die Zombies eigentlich nach Gehirn aus sind, ne? Die wollen ja immer Gehirn fressen. Gehirn! Gehirn! Wir verstecken uns mal. Ne, will ich nicht. In dem Film da fesseln die ja sogar einen Zombie, so einen halben Zombie noch am Tisch. Und dann fragen sie den Zombie aus. Warum müsst ihr Gehirne fressen? Es lässt den Schmerz vergehen, sagt dann der Zombie. Das ist so geil. Dann gehen die Zombies an das Funkgerät von dem Polizeiwagen. Schick mehr Cops! Schick mehr Cops! Das ist geil. Also der Film, wenn ihr den noch nicht kennen solltet, der ist einfach Kult und den solltet ihr unbedingt mal gucken. Return of the Living Dead. Ich nehme die Holzstange mal mit. Ach ja, komm. Geh mal weiter.
Schlüssel habe ich immer noch nicht gefunden. Also von dem besagten Film gibt es, glaube ich, 5 Teile mittlerweile. Wobei Teil 5, ja, nur noch. Teil 5 heißt schon Rave from the Grave. Oder Rave to the Grave. Nee, ich glaube Rave from the Grave. Irgendwie sowas. Total hohl. Da geht es nur noch um eine riesige Party, wo sich auf einmal alle in Zombies verwandeln, was irgendwie nicht mehr so wirklich Sinn ergibt. Gut, ja, ich weiß nicht, ob Zombie-Filme überhaupt Sinn ergeben. Kann man natürlich auch drüber streiten. Aber wenn man ein Zombie-Film-Fan ist, guckt man sich sowieso jeden Mist an. Es ist so. Ich spreche aus Erfahrung. Und, ja. Also der Film ist schon klasse und ich sag mal, der zweite Teil ist noch cool. Der dritte ist schon ein bisschen merkwürdig. Und den vierten finde ich schon wieder ganz geil. Aber ja, 3 und 5, die schwächeln ein bisschen. Könnt ihr euch ja mal angucken. So. Wo bist du denn? Der hat einen Besen. Der kloppt sich hier mit einem Besen. Wie geil. Schau mal, hat einer von euch die Schlüssel vielleicht schon? Nee. Nicht, dass hier einer schon den Schlüssel von euch hat und ich suche den. Das wäre natürlich auch geil. Ach. Er ist schon tot. Er ist tot. Nein, ich will kein blaues Kraut. Ah, hier war doch irgendwo ein Schlüssel. Ich habe doch noch irgendwo einen zweiten Schlüssel gefunden, das weiß ich. Und wenn von euch keiner hat, und den hatte bis eben noch keiner. Ah, ich weiß, wo der ist. Ich weiß, wo der ist. Unter der Zeitung. So vergesslich. Das ist eine Viertelstunde her oder so. Unter der Zeitung. Mein Kurzzeitgedächtnis, ja. Das ist schon sagenhaft manchmal. Ah ja, was ich nochmal eben so berichten kann nebenbei. Ja, nehmen wir die mit. Ich hab die doch nicht einfach. Ich hab die gegen meine Knarre ausgetauscht. Machen wir das so. Natürlich laufe ich lieber mit einer Zeitung durch die Gegend. So, und dieser blaue Schlüssel soll einfach für diese Tür sein. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich bin so blöd. Okay. Dann können wir jetzt ja weiterspielen. Warum rufst du ihn nicht? Na, endlich. Come on! Was ist denn hier los? Achso, ich dachte schon, wir zu. Ich dachte schon.